Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin immer noch ein bisschen hibbelig, man möge es mir verzeihen. So, eins können wir da noch herstellen, zweites leider nicht. Wir gucken erstmal fern. Und dann habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Leben vom Land. Heute lernen wir, hast du schon drei kleine braune Stiele aus dem Boden sprießen sehen? Sie sind manchmal wirklich schwer zu erkennen, aber wenn du an diesen Stellen gräbst, kannst du immer etwas finden. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Ja, das haben wir schon ziemlich lang gewusst, aber dankeschön. Die Geister sind heute neutral gesinnt, das finde ich ganz okay, das stehe ich neutral zu. Und morgen gibt es ein paar Zentimeter Schnee. Und ich habe mir aufgeschrieben, deswegen gehe ich da noch nicht mehr hin, wir brauchen einmal Reis für die Maki-Rolle. Oh, da ist ein Brief. Hallo. Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutze ihn weise, M. Rasmodius Zauberer. Dankeschön, Rasmodius, das ist sehr lieb von dir. Und ich habe mir aufgeschrieben, wir brauchen unbedingt eine Kirsche, ein lila Pilz, Wein und ein bisschen Heu eventuell für das, jetzt bin ich beim falschen Kistchen, ein bisschen Heu für Dinge. So, ich würde auch gern das hier aufwerten, allerdings würde ich fast sagen, ich habe es mal so spontan beschlossen, ich würde erst gern den Feuerquarz finden wollen, bevor ich andere Dinge tue. So. Bei der Stechpalme, die müsste hier sein. Jawohl. Dann gehen wir jetzt einmal schnell in Richtung Robin. Oh, da können wir Sachen einsammeln. Nehme ich gleich wieder mit. Moment. Oh, wir haben sogar viel, was wir einsammeln können. Sei geduldig. Ich habe immer noch eine Menge zu tun. Alles klar. Entschuldige, Robin. Ich wollte dich nicht hetzen. Da ist leider nichts außer einem Fledermäuschen. Nehmen wir hier die Sachen mit. So. Zack und zack. Und ich war eigentlich ziemlich doof. Ich hätte das Gewächshaus schon längst haben können. Ich habe nicht gesehen, wenn wir die Kirsche abgeben, bekommen wir das Gewächshaus. Ich will das Gewächshaus haben. So, jetzt können wir wieder... Wir nehmen einen Wein auf jeden Fall mit. Und wir packen hier unten den Quarz rein. Außerdem bräuchte ich... Was habe ich mir aufgeschrieben? Ein lila Pilz. Wein. Heu kann ich irgendwann holen. So dringend ist das nicht. Also, wir brauchen eine... Die Kirsche war, glaube ich, hier drin, oder? Nee. Die Kirsche habe ich hier drin. Genau, da ist die Kirsche, die wir auch noch brauchen. Der lila Pilz, der müsste wieder in unserem Kistchen sein. Hier. Ich weiß gar nicht, wo... Genau, da ist er. Ich weiß gar nicht, wo genau dann ein Bündel fertig wird. Aber jetzt holen wir auch gleich noch bei Pierre einmal Reis und einmal vielleicht ein Ei, wenn ich kann. Dann würde ich das schnell... Oh, da unten ist aber was. Dann würde ich das schnell kochen und dann eigentlich ganz gerne noch ein, zwei Mal eben... Prähistorisches Werkzeug. Oh, das können wir tatsächlich wieder dem Museum spenden. Das finde ich gut. Und da ist nochmal eine Krokus. Dann könnten wir nämlich heute husch husch und ganz geschwind nochmal in die Mine. Und dann vielleicht tatsächlich haben wir ja Glück und finden einen Feuerquarz. Außerdem hat doch heute... Nee, morgen hat jemand Geburtstag, richtig? Ja, morgen hat Lea Geburtstag und würde sich freuen über Wein oder Salat oder einen Gemüseeintopf. Mal gucken, ob ich einen Salat machen kann. Ich brauche Brasse, um es auf einem schmerzenden Zahn zu reiben. Bitte bring eines davon bei erster Gelegenheit, Sebastian. Eine Brasse für einen schmerzenden Zahn? Alles klar. Nein, es macht erst um 9 auf. Mist. Okay, dann machen wir erst was anderes. Was mache ich denn da bis 9? Oh, da ist Shane. Wir reden ein bisschen mit Shane. Hey, entschuldige, falls ich unhöflich war, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es braucht eine Weile, bis ich mit Fremden warm werde. Ist doch kein Problem. Jetzt sind wir Freunde und alles ist gut. Und hey, hallo. Moment. Ja, ich weiß eine Menge über die Leute, die hier leben. Das ist einer der Vorteile, Barkeeper zu sein. Manchmal höre ich zu viel. Okay, naja, macht ja nichts. Du plauderst ja nicht und tratscht nicht. Das ist die Hauptsache. So, jetzt warte ich ganz schnell, bis sie offen hat. Dann holen wir schnell das Kochen. Und dann, wenn wir auf dem Weg zur Mine sind, da lasse ich dann eigentlich die Angel und die Axt weg. Achso, entschuldige. Tut mir leid. Aber du bist mir... Na, nimm mal aus dem Weg. So, ich bräuchte dringend einmal Reis. Und wenn du hast, ein Ei. Nein, er hat kein Ei. Ach, verdammt. Okay, dann muss ich das Ei tatsächlich von meinem Huhn irgendwann bekommen. Grasbündel... Pflanze es auf deinem Hof, um neues Gras wachsen zu lassen. Das machen wir irgendwann. Öl, Essig. Ich würde gerne... Nee, warte, ich kaufe mal nichts. Aber wir machen auf jeden Fall... Wir machen auf jeden Fall die Maki-Rollen. Da brauchen wir Seetang und Reis dafür. Und einen Fisch, einen beliebigen Fisch. Das weiß ich noch. Und dann liefern wir das tatsächlich direkt im Community Center ab. Und wie gesagt, ein paar andere Sachen werde ich dann
weglassen. Also zu Hause lassen, damit wir einfach mehr sammeln können. Ich nehme aber auch Essen mit. Ich nehme gleich draußen dann Beeren und sowas mit. So. Achso, nee. Na, ich bin so doof. Ich brauche ja erst noch, damit ich es kochen kann, tatsächlich einen Fisch und Seetang. So, ein Fisch. Ein beliebiger Fisch. Wovon haben wir denn viel? Wir haben 7 Oh, warte mal. Sebastian will auch eine Brasse. Dann nehme ich gleich noch eine extra mit. Und einmal Seetang. Der müsste theoretisch hier drüben in einer der... Nee, warte. Der müsste bei den Fischen sein. Ich bin so doof. Der Seetang müsste doch... Ich bin nicht doof. Der war tatsächlich nicht hier. Der Seetang müsste, glaube ich, hier oben sein, wenn ich das richtig weiß. Hier unten sein, wenn ich das richtig weiß. Ja. Wie? Ich habe keinen Seetang. Wieso habe ich keinen Seetang? Das finde ich jetzt echt doof. Mist. Habe ich echt keinen Seetang mehr? Ich habe echt keinen Seetang mehr. Okay, dann werde ich das Sushi erst später machen können. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Würde ich mal denken. Ich kann ja den Rest abgeben. Das hier muss ich auch woanders und das kommt hinterher zu Gunther. Das ist jetzt auch egal. Ich gucke, dass wir bei Sebastian vorbeigehen. Ich hoffe, der ist in seinem Zimmer. Die 3 Sachen können wir abliefern. Und den Rest tun wir jetzt nach draußen. Okay. Den parken wir jetzt einfach hier schnell. Und zwar die Angel, die Axt, die Kupferspitzhacke würde ich gerne mitnehmen. Haben wir Sebastian... Ich brauche echt noch Seetang. Das ist ja furchtbar. Ja, der ist ziemlich zu Hause. Das ist gut. Da gehen wir jetzt nämlich ganz schnell hin. Und natürlich über diesen Weg wegen dem Community Center, wo ich ein paar Sachen freischalten kann. Juhu! Ich glaube, für Rasmodius war der Wein. Für... Ich muss ein bisschen gucken, wo dann die richtigen Bündel sind. Das möge man mir dann nochmal verzeihen. Oh Gott, ich muss es... Ich kann einfach nicht anders. Ich muss es ausgraben. Und ich habe das Essen vergessen. Mist. Okay, dann muss ich einfach gut spielen. Dann muss ich einfach gut sein. Außer wir graben jetzt hier noch... Okay, wir graben Saat aus und nichts zu essen. Schade. Okay, lass mal gucken. Da unten das Zimmer ist fertig, aber hier oben wäre eventuell noch... Ist hier vielleicht eins der Bündel? Nutzpflanzen, es ist Handwerker. Genau, es ist Handwerker. So, wir müssen jetzt das Gewächshaus haben. Oder können das Gewächshaus kaufen oder so. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ein Fass bekommen wir. Ach nein, wenn wir alles fertig haben, bekommen wir das Gewächshaus. Und gut, wir können aber ein zusätzliches Fass jetzt aufstellen. Das ist super. Ich dachte, okay, das erklärt, warum ich es nicht gemacht habe. Manchmal bin ich doof. Man möge mir das verzeihen. Okay, das war beim... Nicht beim Koch, bei Feldforschung. War das jetzt einmal der lila Pilz. Da bekomme ich Freundschaft. Als Belohnung, wenn alles fertig ist. Und jetzt erstmal eine Recycle-Maschine. Ich glaube, wir müssen doch nochmal auf den Hof zurück. Und beim Verzauberer kann ich schon mal den Wein abliefern. Oder aber wir gehen einfach trotzdem in die Mine und hoffen, dass wir die Sachen... Naja. Hoffen einfach, dass wir nicht ganz so viel nutzloses Zeug finden. Sonst müssen wir ein paar Steine wegwerfen. Es ist einfach zu kalt, um viel rauszugehen. Aber es macht schon Spaß, eine Schneekreatur zu bauen. Das glaube ich gerne und du baust bestimmt die schönsten von allen. Okay, ich schaue jetzt bei Sebastian vorbei mit der Brasse. Dann kriegen wir ein bisschen... Hey, 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 guckt, guckt mal. Essen, bitte essen. Oh, danke schön. Die verzweifelte Bitte nach Essen. Ich möchte jetzt gerade nicht mit Ihnen reden. Da, ich möchte einfach nur mit Sebastian. Würdest du freundlicherweise die Brasse nehmen? Nichts überrascht mich mehr. Nichts überrascht mich mehr. Nichts bringt mich zum Lachen. Ja, ich weiß. Ich bin ein wenig dramatisch. Und ich habe eine Brasse für dich. Hey, danke für die Hilfe. Genau, was ich wollte. Gern geschehen. Ich gehe jetzt wieder und rede nicht mit deiner Familie, weil ich ein schlechter Mensch bin, der unbedingt in die Mine möchte. Ich weiß, es würde nur einen Augenblick dauern, aber mir ist gerade selbst der Augenblick zu lang. Ich weiß. Furchtbar. Oh, Stechpalme. Ja gut, notfalls schmeißen wir sie weg. Notfalls werfen wir es weg. So ist ja auch nicht. Ich würde übrigens gerne einmal ganz kurz das hier runter tun. Ich bräuchte unbedingt den Rucksack, ich weiß. Das hier lasse ich tatsächlich hier oben, falls wir es doch noch brauchen. Und das nehme ich schon mal. Das ist, warte mal, dunkle Reagenz? Oh, eine Schattenessenz. Die haben wir inzwischen auch. Wir haben tatsächlich inzwischen eine Schattenessenz. So, 80, in der Hoffnung, dass ich Ebene 85 erreiche heute.
Okay, da kommen jetzt viele Gegner. Okay, das ist eine seltsame Fledermaus, die auch deutlich mehr wegsteckt als normale. Ich hätte dringend... Oh je, ich hätte ganz dringend was zu essen mit dem... Okay, vergesst es mal. Wir müssen... Nein, aber ich will nicht tiefer. Ich will nicht... Oh, oh. Okay, wir lassen das. Die Idee mit heute in der Mine großartig was machen, ist gerade eben gestorben. Ich versuche vielleicht eher nochmal auf meinen Hof zurückzugehen und nochmal irgendwo Seetang herzufinden oder zu gucken, ob wir nicht irgendwo doch noch welchen haben. Denn ganz ehrlich, ich bin ja fast tot. Das ist ja furchtbar. Ich gucke hier noch schnell, ob ich irgendwo Glück habe und ein Feuerquarz finde. Aber ich fürchte fast... Okay, nein, wir gehen. Wir gehen. Die Viecher hier unten sind mir deutlich zu stark. Bitte noch? Ich brauche unbedingt eine bessere Hacke und vielleicht ein besseres Schwert. Ich guck mal, ob es wieder bessere Waffen gibt. Ich bin mir fast sicher, dass dem so sein könnte. Der macht erst um 16 Uhr auf. Nein, der hat schon offen. Sehr gut. Grüße, hallo. Holzdinge, eiserner Langdolch, Piratenschwert, Templerklinge, das ist die, die wir haben. Das Knochenschwert, 6, ach du je, 20 bis 30 Schaden. 4 Geschwindigkeit plus 2 Gewicht. Aber das hat halt noch ein bisschen Verteidigung. Dunkle Stiefel plus 4 Verteidigung plus 2 Immunität. Das wäre natürlich auch toll. 2500, die könnten wir uns vielleicht sogar leisten. Angriff. Oh, das wäre natürlich ganz toll, diese Ringe, aber die sind viel zu teuer. Ich könnte mir überlegen, ob ich die dunklen Stiefel 4 und 2. Was machen unsere gerade? 3 und 3. Ja gut, dann bleiben wir erstmal bei denen. Na gut, na gut. Himmel, Himmel, war ich da schnell angeschlagen. Jetzt habe ich aber tatsächlich leider keinen... Ich guck mal übrigens... Oh, da ist wieder ein Kokos. Ich guck mal hier nach. Da wollte ich ja sowieso mal schauen, ob die Sachen hier nachspawnen irgendwie. Ach so, da bräuchte ich eine Axt für. Mist. Okay, das war jetzt nicht so das Klügste. Na gut, ich bin sicher, da finden wir auch noch interessante Sachen, wenn ich mich mal genauer umgucken würde. Ach, das ist jetzt ärgerlich, dass die so unglaublich viel Schaden machen und ich jetzt ganz tappig in die falsche Richtung gelaufen bin. Das ist ja blöd, aber ich könnte zu Rasmodius gehen und ihm eine Schattenessenz bringen. Das könnte ich heute vielleicht tatsächlich dann noch machen. Und am nächsten Tag, was machen wir denn am nächsten Tag Schönes? Da hat irgendjemand, da hat Lea Geburtstag für die... Ich wollte gucken, ob ich hier einen Salat machen kann, aber da bin ich mir gar nicht sicher, ob das geht. Ob ich das kann. Und ich muss echt gucken, ob wir nicht irgendwo noch Seetang... Es muss doch irgendwo noch Seetang haben. Ich habe so schlecht immer geangelt, da muss doch irgendwo Seetang zu finden sein in meinen Kisten. Die Frage ist nur vermutlich, wo ich ihn hingeräumt habe. So, wir stellen hier erstmal noch was auf. Da ist noch ein Fass und ich habe vergessen, die... Habe ich vergessen, die Fässer zu füllen, ich dumme Nuss. Oh, ich bin so eine... Hör, manchmal. Okay. Wir gucken mal, was wir haben. Ich hätte hier noch... Oh, Erdbeeren. Okay, zweimal Erdbeeren würde ich gerne haben für mein Fass. Erdbeergelee würde ich gerne herstellen und einmal vielleicht... Kann ich Mais einlegen? Das würde mich auch ganz doll freuen. So, jetzt... nee, du sollst schon hier bleiben. Nee, beim falschen, hoppala. Ich kann ja gar nicht umräumen hier. So, bitte. Jetzt schaue ich aber hier, ob ich nicht tatsächlich irgendwo vielleicht doch noch Seetang habe. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht? Ja, da haben wir doch. Hier, Seetang. Gott sei Dank, wir haben noch welchen. Okay, wir haben noch ein Fass, das wir aufstellen können. Das wird jetzt gleich nicht sonderlich schön, weil ich hier die Reihe einfach mit einem Fass ergänzen muss. Aber halt, da kommt noch ein Fass hin. Dann machen wir hier das und das. Wow, ich kann Mais. Alles klar. Dann machen wir noch einen Recycler daneben. Dann tun wir da gleich zwei Dinge zum Recyceln auch rein. Hat sicher auch seine Vorteile, dass wir zwei davon haben. Nehmen wir das und das. Heute vertrödeln wir den Tag dann ein bisschen. Morgen könnte es schon sein, dass mein Hühnerstall fertig ist, oder? Und vielleicht doch ein bisschen Obst. Nein, schade. Na gut, na gut, na gut. Aber wir haben wieder den... Wir können ja einen Goldbarren herstellen. Unsere Katze ist glücklich, das freut mich.
Ich müsste nur ein bisschen Kohle wieder mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein, zwei oder wie viele brauchen. Ich müsste noch die anderen Sachen auch wegtun. Ganz kleinen Moment. Weißt du was, das machen wir nachher. Okay, ganz kleinen Moment. Nein, das mache ich jetzt. Die Schattenessenz bringe ich zu Ras morgen zu Rasmodius. Heute bringt das nichts mehr. Der will heute bestimmt keinen Besuch mehr haben von mir. Hier wäre die gemischte Saat drin. Da habe ich irgendwo aber auch noch mal welche gesehen. Das war doof. Ich könnte übrigens Lagerfeuer verkaufen. Wir haben so viele Fackeln, dass ich glaube ich echt Lagerfeuer verkaufen kann. Und ich dachte, ich hätte irgendwas gefunden, was Gunther interessieren könnte. Das habe ich reingetan, natürlich, richtig. Das habe ich innen in der Kiste hier. Die Fasern, die Flügel. So, Fasern, Flügel. Stechpalme, Kokos und die Rübe kommen ganz woanders hin. So, die Rübe kommt hier hin und ich würde jetzt einfach davon ganz viele mitnehmen, damit wir morgen doch auch in die Mine gehen können. Perfekt. Nehmen wir 40 einfach mit, das passt. Dann tun wir den Krokus und die Stechpalme rein. Das, die Steine auch noch. Ich würde ganz gern die Lager. Was? Nein. Die kann ich nicht verkaufen. Mist. Okay. Na gut, dann kann ich sie halt nicht verkaufen. Die Steine müsste ich aber noch wegtun. Alles klar. Warum kann ich die Lagerfeuer nicht verkaufen? Das finde ich jetzt traurig. So, das muss hier noch rein. Und wir gehen noch an diese Kiste. Es ist noch sehr, sehr früh, ganz ehrlich. Ich brauche das, das, das und das. Perfekt. Denn ich wollte ja kochen. Ich brauche einmal bitte eine Maki-Rolle. Das war's dann auch schon. Ich wollte gucken, wie man Salat macht. Lauch, Löwenzahn und Essig. Ich habe keinen Essig. Mist. Dann müsste ich überlegen, was ich eventuell. Moment, ich schummel mal ganz kurz. Lea hat morgen Geburtstag. Wo ist denn Lea? Mit der bin ich nicht gut befreundet, oder? Robert? Ne, mit der bin ich gar nicht gut befreundet. Wo ist denn? Oh, ganz da unten. Drei gerade mal. Dann kriegt die morgen einfach einen Wein. Alles klar, die bekommt einen Wein. Ich hole schon mal einen Wein raus und tue meine Feuerchen weg. Ich sollte vielleicht da drin irgendwie eine. Ich weiß auch nicht. Blaubeerwein und Brombeerwein. Ich sollte vielleicht tatsächlich. Zack, zack. Muss mal hier rein, auch wenn es da nicht reingehört. War hier noch was? Die Krokus, das Krokus hier wollte ich weglegen. Die Maki-Rolle würde ich morgen. Ja gut, doch, dann kann man eigentlich auch machen, die Maki-Rolle wegbringen. Okay, wir machen das so. Zack. Dann bringe ich morgen die Maki-Rolle weg. Ich gehe bei Rasmodius vorbei. Wir machen einfach morgen so eine schöne Runde und gehen vielleicht ein bisschen. Falsche Kiste. Gehen vielleicht ein bisschen in die Mine, wenn es denn zeitlich hinhaut. Wir gehen zuerst zu Rasmodius, den Wein abgeben. Quatsch, die Schattenessenz abgeben. Dann gehen wir am Community Center vorbei. Nee, dann gehen wir zu Lea. Dann gehen wir am Community Center vorbei. Bringen die Maki-Rolle vielleicht weg. Und dann den Löffel. Machen wir das so, dass wir dann von Gunther aus. Oh, ich bin so K.O. Ich bin so kaputt. Ich will gar nicht so kaputt sein. Okay. Falls ihr euch wundert, ja, ich überlege gerade. Ich habe hier keinen Salat, oder? Supermahlzeit. Nee. Ich könnte auch eine Supermahlzeit mitnehmen. Weiß ich, wie man eine Super. Oder eine Wurzelplatte. Komm, Wurzelplatte, weil ich mir die selber herstellen kann. Und Herbstfülle wäre auch toll, weil das Sammeln halt erhöht. Ja, doch, das machen wir so. Okay. Ich würde morgen nicht das und nicht das mitnehmen. Das würde ich irgendwann anders abgeben. Und die Maki-Rolle auch. Ich will morgen wirklich, wirklich versuchen. Rasmodius bringt dann auch nicht die Schattenessenz. Wir gehen morgen nur bei Lea vorbei. Und haben dann Essen dabei. Das hier und das hier. Und der Wein ist für Lea. Und dann gehen wir jetzt schlafen, damit wir ausgeruht sind. Ich hoffe, ich kann schon schlafen. Jawohl. So. Perfekt. Hofbuch aktualisiert. Warum ist mein Hofbuch aktualisiert? War Tiere aufziehen. Ah, natürlich. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt in. Okay, wir haben also ein Huhn. Yay! Aber erstmal gucken, was heute. Der Wahrsager sagt für heute gut gelaunte Geister, das ist sehr schön. Und der Wetterbericht für morgen ein paar Zentimeter Schnee. Heute schneit's auch. Genau, heute schneit's. Und ich müsste hier Hühner haben. Ist das richtig? Ich müsste jetzt einen Hühnerstall haben. Und da kann ich zack, zack.
kann ich schon mal den Wein rausnehmen. Dann tun wir einfach kurz hier 9 rein. Das geht schon. Jetzt würde ich gerne Kätzchen streicheln. Wenn wir schon dabei sind, 9 Kristallfruchtwein. Unterschied macht es aber nicht wirklich. Ich würde gerne zweimal Müll in meine Verwerter packen. Ich kann sowieso ja nicht, noch nicht so früh zu Lea gehen, deswegen passt das schon alles, denke ich. Nichts von meinen Fledermäuschen. Und jetzt schauen wir einmal hier in den Hühnerstall. Okay, merke, ich habe noch keinen Huhn. Aber ich könnte bei Marnie vorbei. Marnie müsste mir einen Huhn verkaufen können. Ich weiß nur nicht, wie teuer die sind, die Hühner. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte noch den Goldbarren wegtun. So. Alles klar. Lea, wir gehen jetzt Lea suchen. Und dann gehen wir bei Marnie vorbei und schauen, dass wir vielleicht ein Huhn uns kaufen, wenn es nicht zu teuer ist. Das Essen, das ist in Ordnung. Die wird aber noch nicht geöffnet haben. Die wird erst gleich aufmachen. Jetzt hätte ich auch noch gleich zu Rasmodius gehen können. Egal. Wo ist das denn? Hallo Häschen, das müsste theoretisch hier oben sein, oder? Das ist doch Marnie. Macht aber erst um 9 auf, also erst in einer Stunde. Ich gehe dann mal einfach hier ein bisschen rum und schaue, ob wir irgendwas sammeln können. Ich will mich nicht verausgaben. Jawohl, da ist doch was. Ein Palmfossil, damit kann ich aber auch nichts machen. Ich hätte jetzt echt, weil ich nicht weiß, wann Rasmodius tatsächlich geöffnet hat, also wann er zu sprechen ist. Wir gehen jetzt einfach mal hier um den See und gucken eben, ob wir irgendwas sammeln können. Dann gucken wir bei Marnie vorbei für das Huhn. Danach bei Lea, weil sie Geburtstag hat. Und dann, warte mal, Lea müsste hier unten, dann gehen wir zuerst bei Lea vorbei. Lea müsste hier leben. Die wird aber bestimmt auch erst ab... Ja, verschlossen. Erst ein bisschen später, na gut. Aber es ist 9 Uhr, wir können zu Marnie gehen, die ist hier drüben. Und dann kann ich mir ein Huhn holen, yay. Hey Jess. Was? Hi. Hi Jess. So, lass die Erwachsene mal vor Marnie. Marnie? Oh, hallo Marnie. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Er hilft mir mit den Hühnern, also kann ich mich nicht beschweren. Okay, kommst du bald an deinen Laden? Ich würde nämlich wirklich gerne einen Huhn kaufen. Jetzt will ich nochmal mein Glück bei Lea versuchen. Bitte, bitte mach auf. Oh, sie ist aber zu Hause, oder? Ja, sie ist zu Hause. Mist. Die NPCs machen mir sowas von Strich durch die Rechnung. Komm schon, sei an deinem Laden. Ah, Marnie. Okay, sie kommt nach vorne. Bitte geh an deinen Verkaufstisch. Wieso gehst du nicht an deinen Verkaufstresen? Warum gehst du nicht an deinen Verkaufstresen? Wieso tust du das nicht? Marnie! Warte, warum verkaufst du mir keine Tiere? Wieso tust du das? Oh, Frau! Okay, wenigstens kann ich jetzt mit Lea reden. Hi, es wird in meiner Hütte ziemlich kalt. Ich kuschle mich einfach unter eine riesige Decke und alles ist gut. Sehr schön, hier bitteschön, Wein für dich. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir, ich liebe es. Bitteschön, das freut mich sehr, dass du es liebst. Ich würde es jetzt lieben, wenn ich einen Huhn kaufen könnte. Marnie, das nehme ich dir übel. Ganz ehrlich, das ist nicht nett von dir. Ich mache einen anderen Weg. Ganz kurz, ich verkaufe schnell das Palmfossil direkt und dann gehen wir in die Mine. Und dann passe ich etwas mehr auf meine Gesundheit heute auf und hoffe, dass ich keine Fledermausdinger mehr bekomme. Eigentlich ist es mir schon wieder viel zu spät. Huch, was ist das denn jetzt? Hi. Hi Soraya, schöner Tag, nicht? Ja. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Eine Skulptur, habe ich nur für dich gemacht. Dankeschön, das ist sehr lieb. Du erhältst Lias Skulptur. Danke sehr. Ich nenne sie meine Gefühle für Soraya. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, danke schön. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Dann ist es gerade gut, dass wir jetzt zu unserer Ranch gehen, Farm gehen. Die stelle ich irgendwo in unserer Wohnung auf. Ich finde das gerade so lieb, dass ich die aufstellen möchte. Ja. So, ich muss hier rüber. Erstmal gehen wir hier kurz rein. Und ich würde sie gerne hier aufstellen. Nein, hier.
Danach würde ich gerne das Palmfossil verkaufen, und zwar hier. Und dann würde ich gerne noch das Wurzelding hier wegtun. So. Und jetzt würde ich gerne ganz, ganz husch, husch schnell in die Mine gehen. Aber sowas von schnell. Und ich stand ja, dass ich da jetzt drin. Das ist mir jetzt egal. 12 Uhr ist es schon wieder. Oh, wir werden es niemals auf Ebene 85 schaffen, wenn ich mich immer so. Ich müsste diese Teleportstatuen herstellen, glaube ich. Ich müsste mal schauen, was wir dafür brauchen und dann die Teleportstatuen herstellen, damit wir dann direkt zur Mine können oder so. Denn ich weiß, dass das geht. Glaube ich. Also ich nehme an, dass das für die Teleportstatuen hier sind, dass wir uns zum Beispiel zu dieser Statue teleportieren könnten. Ich habe nämlich irgendwann gesehen, dass wir eine herstellen können. Und das jetzt einfach mal ganz wild ins Blaue reingeraten, dass sie dafür da sind, weil einfach die Wege sonst teilweise viel zu lang sind. So, Ebene 80 nochmal. Wir versuchen nochmal unser Glück. Was ist das denn für einer? Was war das denn für ein Vieh? Ich bin voll dagegen. Was hat er mit mir gemacht? Was hat er mit mir angestellt? Ich habe gerade eben lila geleuchtet. Ich fand das sehr irritierend. Ich habe es genau gesehen, dass du dich bewegt hast. Du hast gar nichts zu tun. Okay. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Ich habe es am Anfang der Folge, glaube ich, gesagt. Ich bin immer noch so ein bisschen hibbelig. Weil das alles hier so spannend ist. 2, 3, 4. Okay. Und jetzt muss ich wieder finden, wo der Weg nach unten geht. Ganz toll. Ganz super. Weil ich nichts Besseres zu tun habe als ein Magma-Geode. Alles klar. Hat sich dann ja schon fast gelohnt. Moment, hier. Okay. Da unten ist, glaube ich, so ein Feuerslime wieder. Jawohl, das ist ein Feuerslime. Okay, wir müssen erst das Ding hier wegmachen. Und dann kann ich dich hier angreifen. Okay. Au, die machen echt verdammt viel Schaden, ganz ehrlich. Ich muss mich jetzt... ach so, hoppala, jetzt bin ich auf E statt auf W gekommen. Ich muss mich gerade tatsächlich ein bisschen konzentrieren, wenn ich gegen irgendwas kämpfe, damit ich nicht totalen Quark mache. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich aus diesen Dingern hier irgendwas Besseres rausbekomme, als aus normalen Steinen. Ich gucke mich natürlich hier um. Der Sinn und Zweck ist ja, ich möchte einen Feuerquarz finden. Das heißt, mit anderen Worten, ich geiere gerade so ein bisschen Sachen. Und natürlich schadet auch Solaressenz und alles andere nicht. Oh, ich bin vergiftet. Oh, Hilfe. Mein Leben. Mein Leben ist so unten. Ja, bitte. Ist es. Okay. Damit ist mein Leben fast wiederhergestellt. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich Essen dabei habe und wir uns bei Laune halten. Also bei guter Gesundheit halten. Das ist ja... ein bisschen ungewohnt. Sonst war das immer gar kein Problem. Da hatte man so viel Leben und die Gegner haben einem nicht so wirklich viel Schaden gemacht. Und mit dem Schwert sind wir eigentlich auch ganz gut durchgekommen. Jetzt müssen wir wirklich, wirklich schauen, dass wir nicht so aus Versehen hoppla hopp sterben. Was ist das denn? +3 Angriff. Ah, wegen der Wurzelplatte. Alles klar. Ich müsste mir öfter Wurzelplatten, glaube ich, machen. Ich glaube, die sind für hier unten fast schon überlebenswichtig. Hoppala. Da drüben irgendwas Böses. Das ist, glaube ich, wieder so ein kleiner Zauberer. Ja, das ist so ein kleiner Zauberer. Okay, diesmal haben wir ihn gut erwischt. Noch 2 Ebenen. Und ich freue mich insbesondere, weil wir dann tatsächlich Ebene 85 erreicht haben. Perfekt. Okay, das ist weniger perfekt, dass jetzt hier eine Fledermaus auftaucht. Die machen... Oh, Moment, wir gehen direkt runter. Wir gehen direkt eine tiefer.
Die machen uns einfach so viel Schaden. Eine Omni-Geode, da kann jeder Quatsch drin sein. Oder was Gutes. Es kann was Gutes oder totaler Quatsch drin sein. Und wir müssen noch eine Ebene tiefer kommen. Und wir haben natürlich, notfalls essen wir ganz viele... Perfekt, Magma-Geoden. Vielleicht kriege ich ja aus einer Magma-Geode meinen Feuerquarz raus. Das könnte bestimmt auch sein. Momentan hoffe ich aber einfach, dass er uns irgendwo entgegenfällt. Oh, das ist ein Hoppala. Nein, das sollst du gar nicht. Du sollst eins. Hier. Hoppala. Da habe ich nicht aufgepasst. War nicht gut. Ich esse hier schon mal wieder ein bisschen. Ja. Dass unsere Gesundheit wieder. Ja. Gesundheit stellt halt nicht wirklich viel her. Aber dafür ein bisschen Energie. So. Noch eins brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann gehen wir erstmal hier rüber. So. Zack, zack. Ein wenig Gold für uns. Dann machen wir das hier kaputt. Und das hier. Ich sollte wirklich die Bomben mitnehmen. Ich sollte ganz ehrlich einfach die Bomben mitnehmen, die wir haben. Ich glaube, das würde mir das Leben so viel leichter machen hier unten. Aber, naja. Ich kenne mich ja. Ich sollte, es wäre praktisch, wenn, 2 Jahreszeiten später denke ich dann dran. Also irgendwann im Sommer denke ich vermutlich dran, oh, ich hatte doch Bomben, inzwischen ganz, ganz viele. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich sie auch mal mitnehmen könnte. Ich finde ja ganz normale Quarze, das finde ich nicht so gut. Ich hätte ganz gerne Feuerquarze. Und wir haben maximal noch 4 Ingame-Stunden Zeit. Danach muss ich ganz dringend nach Hause rennen, wenn ich nicht wieder Fortschritt vergessen will. Und wir haben hier keine Leiter gefunden bisher. Aber es fehlt auch nur noch... Wir müssen auch nur noch einmal die Leiter finden, dann können wir jederzeit zurückkehren. Das finde ich supi. Haben wir jetzt eigentlich 1 oder 2 Tage? Ich weiß es noch gar nicht. Auf jeden Fall, nach dem heutigen Tag werden wir erstmal schlafen. Nee, ich glaube, wir haben 2. Im ersten... Okay, dann geht's runter. Perfekt. Ich werde natürlich versuchen, mich auf der Ebene noch so gut es geht umzugucken, solange wir Zeit haben. Es wäre einfach... Upsala. Haha, okay. Es wäre einfach schade, wenn ich... Also es wäre ganz, ganz ehrlich einfach sehr schade, wenn wir uns hier nicht umgucken würden. Moment, das hier. Denn nächstes Mal können wir dann einfach durcheilen. Und falls wir es tatsächlich schaffen, dass ich einen Feuerquarz finde, dann würde ich sofort meine Werkzeuge upgraden, wenn ich ehrlich bin. Oh Moment, das war das Falsche. So, jetzt. Das hat gesessen, sehr gut. Jetzt schauen wir unten, da ist wieder so ein rotes Schleimchen. Moment, den müssen wir von der anderen Seite machen. Sehr, sehr gut. Ohne mich selbst loben zu wollen, aber manchmal läuft es halt einfach gut. Da muss man sich manchmal auch bestätigen. Gerade wenn es nicht immer gut läuft. Kosmisches Brötchen. Alles klar. Natürlich ist da so ein Viech dabei. Natürlich ist da so ein Viech dabei. Wenn da so viele auf einem Haufen sind, muss da ja fast schon so ein Viech dabei sein. Ich hoffe, der Rest ist normal. So. Jawohl, wir haben es auch fast geschafft. Kein Feuerquarz, aber immerhin andere Dinge. Wir haben jetzt einige von diesen Magma-Geoden und ich hoffe einfach ganz, ganz arg, dass unser lieber Schmied uns da was zaubern kann. Wir hätten noch ein bisschen... So, Mine verlassen bitte. Das macht Angriff. Okay, macht aber jetzt nichts. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Wir werden am nächsten Tag erschöpft sein. Das macht aber nichts. Das heißt, ich werde gucken, dass wir am nächsten Tag... Ich werde mal schauen. Oh Mann, das könnten wir eigentlich jetzt kurz gucken. Teleportstatuen. War hier nicht sowas mit Teleport... Nee, irgendwas anderes. Ich brauche irgendeine Station, vermute ich, um Teleportstatuen zu aktivieren. Oder ich muss irgendwas anderes... Irgendwas anderes. Bienenhaus. Vielleicht muss ich auch vorher irgendeine andere Voraussetzung noch erfüllen. Aber grundsätzlich werde sowieso zu müde sein. Vielleicht sortiere ich mein Inventar noch kurz aus. Wir müssen auf jeden Fall mal zu Rasmodius bei Gelegenheit, damit er seine Schattenessenz bekommt. Denn die mag er ja. Die möchte er ja gerne haben.
War doch, oder? Der wollte doch sowas. Dunkle Reagenz, genau. Bring dem Zauberer eine Schattenessenz. Das machen wir. Morgen. Hoffentlich. Vermutlich. Ich gehe ganz stark davon aus. Und wenn nicht, dann bringen wir sie ihm anderes Mal. Mein Inventar ist voll. Okay, das machen wir noch schnell. Ich habe ja noch Zeit, da tun wir das nicht. Aber das und das können wir hier reintun. Die Omnigeode, das kosmische Brötchen. Ja, wäre lecker. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das kann ich hier noch reintun. So, jetzt holen wir immer schnell noch dieses Harz ab. Na, nimm das mit. Ahornsirup meine ich natürlich. Der gute Ahornsirup. Der kommt hier rein. Außerdem hier die Fasern. Diese gammeligen Dinger kommen wo ganz anders hin. Ich glaube nämlich hier unten, genau. Was haben wir hier denn noch Schreckliches? Die Bombe kommt hier noch rein. Ja, also wenn wir schon müde sind, kann ich auch noch kurz ausräumen. Das hier und die Flügelchen. Okay. Den lila Pilz müsste ich verkaufen können. Da habe ich, glaube ich, hier schon einen drin, oder? Nein, dann tue ich ihn einmal hier rein und einmal verkaufen. Dann kommt hier das Gold. Warte mal, ich könnte. Und die Kohle nehmen wir einfach im Ganzen mit. Das kommt hier rein, das hier. Die Geoden breche ich morgen auf. Die Omnigeode werde ich auch aufbrechen lassen. Das Eisenerz lagern wir hier erstmal ein. Das verkaufen wir, das tun wir in unserem Häuschen in die Kiste. Okay, alles gut. Wir sind voll organisiert. Wieso habe ich gemischte Saat dabei? Was wollte ich gerade verkaufen? Ich wollte den Pilz verkaufen und die gemischte Saat muss ich noch ganz kurz wegtun. Und draußen habe ich bestimmt, die müsste hier oben sein, oder? Die müsste natürlich hier unten sein, richtig? Natürlich ist das richtig. Ah ja, du weißt halt einfach, was in welcher Kiste ist auf deinem Hof. Du bist ein Ordnungsgenie sozusagen. Wer was anderes behauptet, der hat ja sowas von keine Ahnung. Ja. Gedulde dich bitte. Das Brötchen kommt hier rein jetzt. Die Schattenessenz für den Zauberer. Das können wir dann gleich dem Museum spenden, wenn wir morgen Geoden aufbrechen lassen. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich auch das hier abgeben. Und hoffentlich kann ich dann tatsächlich meine Spitzhacke aufwerten. Da bräuchte ich noch fünf. Ihr wisst schon. Fünf Eisenerze, die würde ich auch ganz kurz noch holen. Und einiges an Geld. Danach werde ich leider wieder halb pleite sein. Aber das geht dann schon. Oh, ich brauche auch noch einen Huhn. Mist. Vielleicht kann ich doch die nicht aufwerten. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Ja, bitte, schlafen. Puh, okay. Ich bedanke mich jetzt dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich weiß, ich war heute etwas unkonzentriert und hibbelig und, naja, allgemein halt einfach. Ich glaube, viel zu sehr damit beschäftigt, dass ich eigentlich 100.000 Dinge auf einmal machen möchte und das Bündel fertig bekommen will und alles. Ich bedanke mich, wie gesagt, trotzdem, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bye bye!